Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Update Video von mir. Ich möchte euch einfach heute nochmal daran erinnern, dass ihr seht hier oben in dem Counter 2 Tage, 2 Stunden, wenn ihr es tagesaktuell guckt, oder beziehungsweise heute zum Sonntag noch 2 Tage Zeit habt. Bis 19 Uhr sollte das Event gehen, so lange habt ihr noch Zeit, richtig reinzusuchten. Natürlich ist das Einzige, was man so richtig freischalten kann, außer ein paar Abzeichen, das Interessanteste. Ihr macht 25.000 Schaden, bekommt ein kostenloses Pack und meistere 20 tägliche Herausforderungen. Ich habe sie bis jetzt noch nicht erledigt, weil ich leider jetzt in den letzten 2 Wochen nicht so viel Zeit hatte zu zocken. Aber vielleicht ist das ja die Erinnerung an euch, hey, ich muss die ein oder andere Herausforderung noch meistern, um die kostenlose Pakete zu bekommen. Ich weiß, dass das mega scheiße war, dass die ganzen Pakete so mega teuer waren. Und für, ich zeige euch übrigens gleich noch den Store. Der ändert sich in den nächsten Stunden, also vergesst nicht, da vielleicht nochmal reinzuschauen für den Skin eurer Wahl, den ihr vielleicht noch braucht, falls ihr das vergessen habt. Es gab einen mega Shitstorm über die Preise für den Event-Spaß. Ich kann ja schon mal in den Store gehen. Es gab dann einen mega Shitstorm, das ist 7 Euro pro Package oder 8, auch 18 Euro finde ich mega heftig. Einer der, ich glaube ein CEO von Respawn, der hat die Community mega hart beleidigt für denjenigen oder für diejenigen unter euch, denen das völlig durch die Lappen gegangen ist, die Information. Es gibt seit einer knappen Woche einen absoluten Krieg zwischen der Community und einem, der bei Respawn ein bisschen was zu sagen hat. Der hat wohl die Community so weit beleidigt, dass am liebsten alle nur kostenlos was wollen. Also auf Deutsch übersetzt hat er die Community als Schmarotzer bezeichnet. Jetzt hat sich der Big Boss vor ein paar Tagen entschuldigt bei der Community und jetzt gibt es da Schlagabtausch an Beleidigungen im Internet. Seit 5 Tagen gibt es auch irgendwie keine neuen Infos. News über Apex Legends und über den Shitstorm wollte ich eigentlich gar nicht berichten, weil das totaler Blödsinn ist. Ich finde es total kindisch. Ich hoffe aber, dass aus dem Shitstorm gelernt wird und in zukünftigen Events und allgemein die Preise vielleicht anpassbar sind für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Würde ich mega, mega geil finden. Wie gesagt, hauptsächlich jetzt dieses Video, um euch daran zu erinnern, dass ihr jetzt noch 2 Tage bis 19 Uhr am Dienstag Zeit habt, das Event noch ein bisschen durchzusuchen. Ich finde, wie gesagt, den Solo-Modus echt mega geil. Ihr habt jetzt noch knappe 2 Stunden Zeit, also nicht ganz 3 Stunden für den Gibraltar-Skin, für den Mirage-Skin und den Bloodhound-Skin. Und für die beiden Waffen RE45 und die R99 auch noch genauso viel Zeit. Und dann ändert sich noch einmal letztmalig der Store. Und dann habt ihr, dann doppeln sich schon einige Skins, wem das nicht auffällt. Und zwar ist dann der Peacekeeper und der G7-Skin als Waffenskin nochmal drin. Dann von Lifeline, Wraith und Pathfinder nochmal die Skins drin. Und ja, da habt ihr nachher ab 19 Uhr, ist es, glaube ich, habt ihr dann nochmal Zeit, euch die Skins zuzulegen. Für die habt ihr jetzt nur noch wenig Zeit, also haut rein, falls euch das interessieren sollte. Das soll es soweit von dem kurzen Update-Video gewesen sein. Eventuell mache ich, wenn das Event vorbei ist, noch ein kleines Fazit-Video, obwohl ich eigentlich das Interessanteste hier jetzt schon ein bisschen verpackt habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag für alle, die das tagesaktuell gucken. Im Laufe der Woche streame ich sicherlich das ein oder andere nochmal. Ich versuche jetzt diesen Dienstag noch natürlich zum Abschluss des Events nochmal 2-3 Stündchen zu zocken. Aber wenn, dann erst so ab 16, 17 Uhr, bis das Event dann geschlossen ist. Und ansonsten war es das jetzt wirklich von mir. Lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und falls ihr keine Infovideos, Livestreams und so weiter verpassen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Das war es jetzt von mir. Adieu, ciao.